Hallo zusammen, hier ist wieder Matthias Schorer von Quiescis und heute geht es um ein leidiges Thema und zwar das Handschuhfach. Ich weiß nicht, ob bei euch im Handschuhfach auch immer so ein Verhau ist wie bei mir, aber seit ich Autos habe, das Handschuhfach, weil man irgendwie ein Problem, weil ein Haufen Zeug drin liegt und wenn man was braucht, findet man es nicht. Na gut, ich habe tatsächlich auf Amazon eine Abhilfe gefunden für das Tesla Model 3 allerdings. Und ja, muss man nicht haben, aber ich fand es eigentlich einen ganz schönen Zusatz. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich immer, wenn ich mir was Neues kaufe für mein Model 3, hier entsprechend ein kurzes Video mache. Und deshalb heute das Video über den Raumteiler für das Handschuhfach im Tesla Model 3. Das Ding ist eigentlich ganz simpel aufgebaut, ist aus Kunststoff, es hat drei so Unterteiler, die muss man da reinstecken, also es ist jetzt nicht wirklich kompliziert, es ist auch keine Anleitung dabei. Auf Amazon ist eine Anleitung tatsächlich drin, im Bild zumindest. Ist aber wirklich ganz einfach. Die Teile sind nämlich nummeriert und wenn man entsprechend 1 bei 1 reinsteckt und 2 bei 2 reinsteckt, dann bleibt nur noch ein Teil übrig und das kommt eben in die Mitte. Dann kriegt man das Ding auch hin. Ja, und das passt dann auch so in das Handschuhfach rein. Kleiner Wermutstropfen allerdings ist dabei, möchte ich auch nicht verschweigen. Das Notfallhandbuch passt dann nicht mehr in das Handschuhfach, wenn man das Ding einbaut. Ja, das braucht man eh selten, weil das Handbuch ist ja auch online verfügbar auf dem Bildschirm. Aber es ist natürlich blöd, wenn dann man einen Notfall hat und dann ist man ja oft auch ja, ein bisschen nervös und so weiter, dann hilft dann natürlich sowas auf Papier gedrucktes besser weiter. Ich habe das Ding einfach in die Mittelkonsole gelegt. Ja. Und in der Mittelkonsole, denke ich, stört es nicht und man hat es im Zugriff, wenn man es braucht. Da drin sind eben unter anderem auch Informationen über das Abschleppen tatsächlich drin. Also falls man das Auto mal abschleppen muss und falls aus irgendwelchen Gründen die Elektronik ausgefallen ist und man kommt nicht mehr an das Zentraldisplay, dann macht es natürlich Sinn, dass man so ein Stück Papier hat. Naja, und danach kann man das Handschuhfach dann auch wieder einräumen. Ich finde, es sieht jetzt sehr übersichtlich aus. Ich habe da eine Parkscheibe drin, ich habe eine Rettungsdecke drin, habe ich dann auch unten verlinkt, so kleine Zettel drin, die ich gerne bei Falschparkern installiere, die also ihren Verbrenner auf einem Elektroparkplatz abstellen. Ich denke, das sollten wir uns als Elektro-Community auf jeden Fall immer überlegen, ob wir nicht dann wenigstens die Leute freundlich darauf hinweisen, dass das eigentlich ein Elektrofahrzeugparkplatz ist und nicht ein genereller Parkplatz. Also die Dinge habe ich da drin und natürlich einen Fahrzeugschein, klar. Ja, das soll es gewesen sein. Kurz und knackig heute. Und wie gesagt, ich kann das Ding empfehlen, wer es ein bisschen aufgeräumter haben möchte im Handschuhfach, da macht das Ding Sinn. Man kann aber natürlich auch ohne leben. Muss jeder für sich entscheiden. Jo, also bis zum nächsten Mal. Viele elektrische Grüße und gemütliches Fahren. Tschüss!